Hier ist der Markus Schäfer. Ich betrete jetzt den Hochbehälter Bauerbach. Bekommst du gleich ein Bauwerk betreten. Ja? Wir sind als Wasserversorger kritische Infrastruktur und müssen schon gucken, dass letztendlich unsere Anlagen geschützt sind. Dass ich mit rein darf, ausnahmsweise. Der Behälter hat insgesamt drei Kammern unterschiedlicher Größe. Hier sind wir direkt an der größten Kammer mit einem Speichervolumen von insgesamt 10.000 Kubikmetern. Macht 10 Millionen Liter Wasser. Wie lange würde das reichen? Aufs ganz gesamte Netz bezogen reicht der für wenige Stunden. Ja, also im Endeffekt haben wir im Netz einen Bedarf durchschnittlich am Tag von 60.000 Kubikmetern. 60 Millionen Liter, nur für Mittelhessen. Unser Durst ist gigantisch. Vergiss Gold, Platin, von mir aus auch seltene Erden. Wer Wasser hat, ist reich, denke ich auf dem Weg zum Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke. Wissen Sie, erklärt der Geschäftsführer beim Gang durch die Filterhalle, wir haben genug Wasser, Trockenperioden hin oder her. Ja, Moment, sag ich. Leben wir nicht mal, ganz ehrlich gesagt, über unsere Verhältnisse? Gesamt betrachtet mit Sicherheit. Also der Mensch verbraucht mehr, als der Planet zur Verfügung stellt. Wir haben hier sicherlich da ein Luxusproblem. Wir verbrauchen doch für viele Dinge Trinkwasser, wo wir uns auch anders da behelfen könnten. Und da müssen wir besser werden, um einfach das Trinkwasser auf Dauer hier zu haben. Größter Wasserverbraucher? Die Industrie für Energiegewinnung, Kühlung aller Art, Papierherstellung und. Das Tesla-Werk in Brandenburg hat den Grundwasserspiegel massiv gesenkt, was den Gründer nicht weiter juckt. Hier ist überall Wasser. Sieht das hier nach Wüste aus? Das ist lächerlich. Es regnet jede Menge. Was schlicht nicht stimmt. Wir müssen es immer häufiger regnen lassen. Für Lebensmittel. Dabei wird vielerorts immer noch geaast. Wasser ist ja da, irgendwo, da unten, unterm Acker. Sehe ich nicht. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also gib ihm. Und Dünger, Pestizide, was man so braucht, dazu. Die dreckigsten, die schmutzigsten, die nitratverseuchtesten Grundwasser in Deutschland finden Sie unter Beregnungsflächen. Steile These, finde ich. Nee, erklärt der Forscher der Uni Landau und nimmt mich mit zu einem Pegel im Wald. Das hast du besonders in Gegenden, wo das Grundwasser nah an der Oberfläche steht. Wie hier in der Südpfalz. Ich bin jetzt unten. Bei 1,68 Meter ist der Wasserspand. Das wäre jetzt Grundwasser? Das ist der Grundwasserspiegel unter Messstellenoberkante. Vor 20 Jahren stand der Grundwasserspiegel meistens hier. Also ist mindestens 80 cm gesunken gegenüber vor 20 Jahren. Das Grundwasser zieht sich zurück. Und mit ihm das Oberflächenwasser, der Bach, Trockenbett. Vor nicht langer Zeit, erzählt er, war der ganze Wald pitschnass, konntest du nur mit Gummistiefeln rein. Durch die Wärme, nicht unbedingt durch die Hitzewellen, aber durch die Wärme wird die Vegetationszeit länger übers Jahr, fast einen Monat mittlerweile seit 60 Jahren gesehen. Und in dieser Zeit, in diesem Monat, entsteht eben fast kein Grundwasser, weil die Pflanzen alles verdunsten. Und das ist wohl eine der Haupterklärungen, zumindest für den Klimawandel bedingt, warum die Grundwasserstände sinken. Was er mir im Labor an der Uni Landau zeigen will. In jedem Grundwasser sind Mikrolebewesen, erklärt Hahn, und die sind ein guter Indikator für die Qualität. Und die wiederum hängt zusammen mit der verfügbaren Menge. Das Problem liegt darin, dass wir immer noch so denken wie vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren hatten wir wirklich genügend Wasser, zumindest insgesamt in Deutschland, von lokalen Ausnahmen abgesehen. Und davon kommen wir langsam weg. Das heißt, das Wasser wird tatsächlich knapp und wir müssen umdenken, wir müssen schauen, wie wir in Zukunft mit unserem Wasser umgehen. Grundwasser ist da, wo es vorkommt, eben nicht überall gleich gut. Liegt am Untergrund. Nah an der Oberfläche, mehr Schadstoffe. Je tiefer, desto besser. Nur eben aufwendiger dran zu kommen. Was mich zurück nach Mittelhessen bringt, zu einem Brunnen, 70 Meter tief. Im Endeffekt fördern wir aus einem Horizont von ungefähr 30 Meter bis 70 Meter. Und wir fördern im Prinzip nur das Grundwasser aus den unteren Schichten. Warum nur aus den unteren Schichten? Weil oben drüber gibt es doch auch welches. Ja, das ist schon richtig. Die Gefahr ist einfach, dass die Filtrierung durch den Boden noch nicht ausreichend ist. Oder, ich sag mal, im Falle eines Starkregenereignisses oder hier in dem Bereich haben wir auch Hochwassergebiet, dass quasi verkeimtes Wasser in den Brunnen eindringen würde. Klimawandel bedroht auch das Wasser. Die Erkenntnis setzt sich langsam durch.
zeigt eine aktuelle Umfrage der ARD. 53% aller Landkreise und kreisfreien Städte rechnen demnach häufiger mit Wassermangel. 79% erwarten bis 2050 mehr Dürre. 62% gehen von regelmäßigem Hochwasser aus. 90% rechnen sowohl mit mehr Starkregen als auch Hitzewellen. Und weil das alles noch nicht reicht, erwarten 34% der Kreise, dass es richtig dicke kommt. Zu düster? Ich weiß nicht. Aber eins ist auch klar, wie Wasser. Wie bisher, überall einfach aus dem Vollen schöpfen. Das geht schon lange nicht mehr.